Endlich ist es soweit. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute hier zum zweiten Teil von dem Event Guide. Wir haben alle mittlerweile Woche 4 erreicht und wollen jetzt wissen, wie geht's jetzt weiter, und genau dafür bist du jetzt gerade hier richtig in dem Video. Was erwartet uns nach der 4. Woche von Legend of Mushroom? Es geht direkt weiter mit den neuen Sprints, der Rhythmus wiederholt sich, alles sieht relativ ähnlich aus zu den 4 Wochen vorher, aber alles ist natürlich ein bisschen reguliert und runtergeschraubt. Ne? Diesen Ultra Cache, diesen Impact, dass man wirklich als Cacher dort so viel reinbuttern kann, das fällt jetzt einfach weg. Das heißt, es gleicht sich jetzt langsam immer mehr aus zwischen den Free-to-Play-Spielern und den Cachern. Am ersten Tag in der 5. Woche erwartet uns hier direkt der Segensprint, der Clan-Segen und das Seelenkarneval, was für uns jetzt demnach relativ neu ist, bis auf den Segensprint, wo wir einfach wieder unsere gesamten Ernteerzeugnisse ausgeben können in der Pilzstatue, um uns wieder als Belohnung Diamanten und Hämmer abzuholen. Gleichzeitig natürlich auch wieder die Rangliste, wo es sich wirklich lohnt mitzumachen, wenn man hier genug gespart hat. Zu cashen oder sinnlos jetzt Samen oder Dünger zu kaufen empfehle ich nicht. Das heißt wirklich nur die, die gespart haben, sollen hier alles verkaufen und mitmachen und können um die Top 3 kämpfen. Andererseits würde ich ja wirklich einfach normal weiter säen und ernten und dann einfach das mitnehmen, was geht. Wichtig ist immer, dass ihr beim Sprint, der ja immer aus 4 Runden besteht, immer alle 4 Runden irgendwo absolviert, um eben die maximalen Belohnungen zu bekommen. In dem Falle halt wieder die Hämmer für euer Artefakt. Was jetzt aber neu ist in der 5. Woche und was uns hier wirklich Cooles erwartet, ist der sogenannte Clan-Segen. Ich muss gleich dazu erwähnen, das sind alles nur Diskussionsrunden. Wir haben keine genauen Bestätigungen vom Spieleentwickler selbst, sondern wir haben uns im Discord ein bisschen unterhalten, haben ein bisschen spekuliert und sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich nur das sein kann. Clan-Segen stellen wir uns so weit drunter vor, dass das gleiche wie der Segensprint absolviert wird, eben nur als gesamter Clan. Das heißt, ihr tretet nicht alleine gegen andere an, sondern ihr tretet in Form des Clans gegen andere Clans an, und der Clan, der die meisten Punkte hat, das heißt, der die meisten Erzeugnisse in der Pilzstatue verkauft hat, hat hier eben diesmal die Chance auf Top 1 bis 3. Ob das Ganze jetzt cross-server-übergreifend ist oder nicht, das weiß man nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es nur auf eurem Server ist. Das wäre natürlich umso besser. Das heißt, schließt euch jetzt wirklich den besten Clan an. Dann könnt ihr hier auf jeden Fall richtig schön mit ernten. Außerdem neu sind jetzt sogenannte Feiern. Die erwarten uns in den ganzen nächsten 4 Wochen. Jede Woche ein neues Karneval-Event, wo wir auch nur spekulieren können, wo wir zumindest vermuten, dass es sich hier einfach um eine Situation handelt, um ein Fest. Hier in dem Fall in der 1. Woche das Seelenkarnevalfest, wo es verschiedene Rabatte gibt zu den Kampfgeistern, wo es verschiedene Angebote gibt zu den Kampfgeistern. Das heißt, hier dreht sich halt einfach alles irgendwie um Kampfgeister. Ob man jetzt per Cash oder Free-to-Play einfach schneller an die Sachen rankommt, ob man bestimmte Rabatte bekommt oder Vergünstigungen, wer weiß, bleibt auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal dran. Wir wollen euch jetzt keine leeren Versprechungen machen und irgendeinen Unsinn erzählen. Wir wollen euch trotzdem aber auch die Übersichten hier nicht vorenthalten. Es ist wichtig, dass ihr so zumindest ein bisschen drauf vorbereitet seid. Deswegen einfach am Kanal dranbleiben. Wir posten, sobald wir was Neues wissen oder vielleicht sogar schon vom Entwickler Bescheid bekommen haben, eine kleine Story auf YouTube, und dann wisst ihr auch darüber Bescheid, was das Ganze denn ist. Wie üblich und auch in den ersten 4 Wochen schon bekannt, begleitet uns über die nächsten 4 Wochen hier auch die Wertkarte und eine Rabattkiste. Das heißt, wenn ihr cashen solltet, bekommt ihr natürlich weitere Erzeugnisse aus dem Ganzen raus. Und es wird immer wieder mal regelmäßige Rabatte geben, wie der kleine Hamster zum Beispiel rechts aufploppt und euch verschiedene Dinge anbietet. Für die Server, die noch nicht die rote Banane hatten, vermuten wir jetzt hier, dass wirklich in der 5 Wochen Routine jetzt hier in der 1. Woche direkt die rote Banane angeboten wird, und für die, die die rote Banane schon haben, hier die Aubergine angeboten wird. Es ist auch nur eine Vermutung, bleibt einfach dran oder lasst euch überraschen. Das Pad ist jetzt hier in der Hinsicht eigentlich gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall habt ihr schon mal davon gehört und könnt euch dementsprechend darauf vorbereiten. In Woche 6 angekommen, erwartet uns direkt am Wochenbeginn der Technologiesprint. Das heißt, wir gehen wieder fleißig in den Bergbau ein, sammeln Steine, am besten schon direkt jetzt die Wochen davor, um wieder bestmögliche Platzierung abzuschließen und so viele Steine wie möglich auszugeben. Das heißt, es wird wieder eine sehr interessante Woche, denn im Technologiesprint ist es immer so, dass man den meisten Progress hat, gerade was Stärke angeht, was HP angeht und was Verteidigung angeht. Das heißt, hier werdet ihr eure Grundwerte extrem erhöhen können und extrem weiter im PvE, sowohl auch PvP und vor allem auch als Status eurer Punktzahl kommen. Außerdem an Tag 44 und 45 erwartet uns hier wieder mal ein Mount Sprint. Das heißt, hier wird es darum gehen, so viele Schlüssel auszugeben wie möglich, euer Reittier zu leveln und da dann wieder um die ersten Plätze zu kämpfen.
lohnenswert, hier wirklich mitzukämpfen, ist es nicht. Hier gibt es wieder für den Platz 1 nur 3 Marken. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich so der Ehrgeiz da, Platz 1, 2 oder 3 erzielen zu müssen. Viel wichtiger hier der Technologiesprint. Da gibt es nämlich wieder stolze 10 Marken für den Platz 1 und wirklich alle bis Platz 20 können hier mit profitieren. Am Tag 47, 48 das nächste Karneval-Event. Das ist diesmal sogar auch ein Mount-Karneval-Event. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass man nach diesem Mount-Sprint eben nochmal die Möglichkeit hat, seinen Mount noch weiter zu pushen, wahrscheinlich vergünstigt Reittierschlüssel zu bekommen. Es kann auch sein, dass irgendwelche Events stattfinden, ne? Vielleicht irgendwelche Glücksspiele, Glücksräder, Slotmaschinen, vielleicht irgendwelche Rätsel, wie ihr es schon kennt von dem Ostern erleuchten Event. Kann alles möglich sein. Auf jeden Fall wird sich hier speziell nochmal um die einzelnen Teilgebiete, wie jetzt hier zum Beispiel das Mount, drehen. Auf jeden Fall wird irgendwas richtig Geiles kommen. Seid gespannt. Wie gesagt, bleibt dran. Wir werden es auf alle Fälle posten. In Woche 7 angekommen, erwartet uns hier direkt der Kampfgeist-Sprint, wo es wieder heißt, viele Kampfgeistkugeln ausgeben, viele Kampfgeister, die ihr bereits besitzt, aufleveln. Und ich denke, in dieser Woche sind wir an dem Punkt angekommen, wo die meisten oder sogar viele schon auf Level 120 plus sind und das Endgame so richtig spaßig wird und wo es so richtig losgeht. Außerdem an Tag 51, 52 kommt hier der übliche Pet-Sprint, den wir jetzt vor kurzem erst erlebt haben. Das heißt, hier geht es jetzt wieder darum, einfach nur so viele Pet-Tickets wie möglich auszugeben, eure Pets zu erweitern und hier auch wieder um Platz 1, 2, 3 zu kämpfen. Außerdem ist hier das Kampfgeist-Karneval-Event. Das heißt, hier könnte man zusätzlich sogar während der Laufzeit vom Kampfgeist-Sprint noch Bevorzugung oder Rabatte etc. durch die Kampfgeister erfahren und da vielleicht nochmal richtig schön reinknallen. Das heißt, hier lohnt es sich vielleicht wirklich in dieser Woche bis Tag 54 zu warten und die ersten 4 Tage im Kampfgeist-Sprint eben nicht zu cashen, falls ihr das vorhabt, sondern erstmal ruhig zu machen und auf Tag 54, 55 und 56 abzuwarten, was denn dann nun wirklich dieser Kampfgeist-Karneval ist. Angekommen in der letzten Woche, nämlich Woche 8, ist hier nochmal ein kleiner Relikt-Sprint. Das heißt, hier geht es wie auch in diesem Monat darum, so viele Reliktschlüssel wie möglich auszugeben. Das heißt, ihr seid jetzt gut vorbereitet, ihr könnt gut sparen, hebt euch die Schlüssel auf jeden Fall auf. Es ist kein überlebenswichtiger Punkt im Spiel, dass man die Schlüssel unbedingt ausgeben muss und die Prozente so pushen muss, dass man da die 1-2 Level weiterkommt. Es lohnt sich viel mehr, das Ganze zu horten und um die ersten Plätze zu ringen, damit ihr durch eure speziellen Reittiere, die ihr mit den Marken kaufen könnt, einfach viel, viel besser on point seid. Außerdem hier an Tag 58 und 59 der Skill Rush, das heißt wie üblich einfach eure Fähigkeitstickets einsetzen und hier auch wieder um die Top 3 kämpfen. An Festen ist hier diesmal nochmal das Mount Karneval Fest, das heißt es wird zweimal in diesem Monat sich um die Reittiere drehen. Wieso das jetzt ausgerechnet zweimal ist, wissen wir nicht. Wir stellen die Tage auf jeden Fall noch eine Vermutung auf. Das hat was zu heißen, dass es zweimal stattfindet. Das heißt wahrscheinlich, vielleicht kommt irgendwie ein neues Reittier rein, vielleicht bringen die auch wieder ein Event-Reittier rein. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird dieser Monat der Reittiere und ihr werdet sicherlich sehr, sehr weit vorankommen, wenn es um das Thema Reittierlevel geht. Das war es auch schon gewesen mit diesem Video. Wenn ihr Lust habt, in den Kommentaren ein bisschen rumzudiskutieren, gerne mir auch auf Discord zu schreiben, privat, oder auch auf dem Discord zu diskutieren darüber, was dieses Karneval-Event sein könnte, was ihr vielleicht vermutet oder ob ihr das Ganze vielleicht sogar schon in Erwägung gebracht habt oder wisst, dann macht das bitte gerne. Mich interessiert das selber auch. Umso eher kann ich den Post für alle anderen machen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Übersicht, bereitet euch gut vor und bis zum nächsten Video.